Hallo und einen schönen guten Tag. Heute möchte ich euch mal dieses Muster vorstellen. Man sieht wenig davon. Wenn man so drauf guckt, kann man erkennen, dass dieses Muster von hier nach da und nach da geht. Ja, kann man so ein bisschen erkennen. Was ich jetzt machen werde, ich werde euch dieses Muster zeigen, aber hier könnt ihr es nochmal sehr schön erkennen. Es geht hier hoch und dann da rüber. Ja, sieht man hier ganz schön. Ja. So sieht es im Grunde genommen gestrickt aus. Ich zeige es euch mal. So, das wären dann so euer Rapport, was ihr hier habt. Ja, 6 und dann hier die drüber. So sieht es aus. Was ich jetzt machen werde, ist, ich zeige euch jetzt, wie man dieses Muster strickt, aber nicht mit linken Maschen wie hier, sondern ich nehme die linken Maschen jetzt als rechte. Und das, was ich hier rechts gestrickt habe, stricke ich jetzt links, ja? Damit wir mal so diesen kleinen Unterschied haben, wie wir es denn auch anders stricken können. So, wir fangen an. Ihr strickt erstmal euer Bündchen, wie immer, so eins rechts, eins links. Und dann fangen wir mit diesem einen Rapport an, was ihr im Grunde genommen immer nachher wiederholt. Ich stricke jetzt nur immer eine Reihe. Ich zeige euch eine Reihe. Ihr strickt aber nachher doppelt. Das heißt, wenn ich hier jetzt gleich zeige, eine links, dann strickt ihr zwei links. Ja, also eine Reihe mehr als ich. Das dauert das Video so lang. So, wir fangen an. Ich stricke jetzt hier eine Masche rechts. Ja, wir wollen ja jetzt die rechten Maschen hier haben. So, eine Masche rechts und eine linke Masche. So, dann stricke ich 5 Maschen rechts. Wir machen es jetzt genau umgekehrt. 1, 2, 3. Wie viel haben wir jetzt hier? 3. Eine Masche links. 1, 2, 3, 4. 5 rechte. Eine linke. Eine rechte. Eine linke und das stricken und jetzt wieder 5 Maschen, 1, 2, 5 rechte wieder, 2, 3, 4, 5, eine linke, eine rechte, eine linke und wieder 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann sind wir wieder vorne. So, und damit das Ganze besser zur Geltung kommt, strickt ihr jetzt bitte noch mal einmal diese gleiche Reihe noch einmal rum. Ja, so, jetzt kommt die nächste Reihe. 1. Wir stricken jetzt hier 1, 2. Ja. 2, eine linke und dann 3 rechte. 1, 2, 3. So, und dann stricken wir hier eine linke. Ja, haben wir jetzt hier gestrickt. 1, 2, 3. Hier auch, dann auch eine linke. 1, 2, 3. Und jetzt wieder eine linke, so und dann wieder eine linke, stricken wir dann 3 rechte, 1, 2, 3, eine linke, 3 rechte, so 3 rechte, eine linke. Eine rechte, eine linke und dann wieder 1, 2, 3, eine linke, eine rechte, eine linke und dann wieder. So, und ihr strickt diese gleiche Reihe noch mal darüber. Ja, so, dann fange ich jetzt an hier 1, 2. 3, dann eine links, eine
rechts, eine links. Und dann kommen wieder 5 Maschen rechts. So. 1, 2, 3, 4, 5. Eine linke, eine rechte, eine linke. Und jetzt wieder 5 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Eine linke, eine rechte, eine linke und wieder rechte Maschen. So. So sieht es bis jetzt aus. Ihr seht das? Ja, es geht jetzt hier so ein bisschen hoch. Dadurch, dass ihr das doppelt strickt, habt ihr das natürlich von der Ansicht an ein bisschen anders. Aber das dauert halt zu lange. So, jetzt machen wir hier wieder. Da, wo jetzt die linke ist, stricken wir die linke und da stricken wir 4-mal hoch. Ja, also 4 Reihen nach oben stricken wir das jetzt. So. Einmal ganz rum. Ihr wisst jetzt, wie es gestrickt wird. Ich habe euch schon mal den Anfang gemacht und das andere könnt ihr nachher in diesem Rapport, was ich euch zeige, könnt ihr das dann weiter hochstricken. Also, wir gucken uns das jetzt mal an, weil wir ja jetzt im Grunde genommen nur die Maschen verändert haben, ja, aber nicht das Muster. So. Ja. So. Ja. So sieht es dann nachher aus, wenn es dann nach oben mit rechten Maschen gestrickt haben, dann kommt es mit diesen linken Maschen natürlich schöner zum Vorschein. Könnt ihr hier auch schon sehen, ja, hier mit den linken Maschen, dann kommt die rechte. Das sieht natürlich schöner aus oder anders aus als hier. Ja, hier haben wir das Ganze in linken Maschen innen drin gemacht und hier haben wir rechte Maschen drin. Und da könnt ihr schon sehen, hier zum Beispiel, könnt ihr ganz schön erkennen, hier sind die Maschen, die nach oben gehen, hier. Und die haben wir dann hier, weil wir das Ganze jetzt verändert haben. Wie ich jetzt eben schon sagte, ihr strickt jede Reihe 2-mal. Ich habe es jetzt hier nur 1-mal gemacht, weil keiner guckt sich ein Video von 20 Minuten an. So, hier sind die linken, hier sind die rechten Maschen. Das kann man auch hier schön sehen und das wiederholt sich dann immer da. So, was hier nach außen geht, geht da nach innen. Ich zeige euch jetzt nochmal das Rapport hier. So. So sieht es aus. Hier fangt ihr an. Eine rechts oder links, je nachdem, wie ihr das Muster jetzt haben wollt. Entweder so, wie ich es jetzt hier habe. Ja. Oder ihr macht es wirklich hier mit diesen rechten Maschen. So, und hier könnt ihr ganz schön sehen, ihr strickt dann hier eine Masche rechts, eine links. 1, 2, 3, 4, 5. Eine linke, eine rechte, eine linke. Oder andersrum, ja, dann strickt ihr hier links und diese Maschen rechts. Das könnt ihr euch aussuchen. Und ihr fangt denn hier auch so an. Das ist ein halbes Muster hier unten. Ja, das seht ihr auch hier. Da sind es 4, also 2 und da 2 und hier ist die Hälfte des Musters. Ja, und ihr strickt dieses immer wieder hoch. Also das, was hier unten ist, diese Hälfte, die stickt hier hoch. Und wir haben hier einen Mustersatz von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Von 8 Maschen. Weil da fangen wir hier wieder hier von vorne an. Von 8 Maschen habt ihr einen Mustersatz. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Video. Solltet ihr dann noch Fragen zu haben, dann fragt mich bitte. Ich zeige euch dann nochmal, wie es gemacht wird. Aber auch hier könnt ihr ganz schön sehen, dass die Maschen immer die Reihen immer doppelt gestrickt werden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Video und sollten noch Fragen sein, beantworte ich die gerne. Und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Eure Ute.
Hallo, hier könnt ihr zwei Muster sehen, die ich gestrickt habe. Einmal habe ich hier links, ja, links gestrickt und rechts an der Seite hoch. Und hier habe ich dann rechts und links gestrickt. Also das, was vorher die linken Maschen waren, waren dann die rechten. Und so könnt ihr euch dann aussuchen, wie ihr es eigentlich stricken möchtet. Ja, entweder so oder so. Wie es gestrickt wird, zeige ich euch jetzt mal. Aber ich zeige nur über eine Reihe. Ihr seht, hier sind zwei Reihen immer hoch. Ich zeige nur eine, wie man es macht. Und dann strickt ihr allerdings zwei rüber.